Moin, moin und herzlich willkommen bei Ranna und Tour. Wir sind Heidrun. Ich bin der Thomas. Ja, und das ist das letzte Video von uns im Jahr 2022. Ja, Weihnachten ist schon mittlerweile wieder vorbei. Wir hoffen, ihr hattet ein angenehmes, ruhiges, erholsames, entspanntes Weihnachtsfest. Habt was Leckeres gegessen und getrunken. Also wir haben das auf jeden Fall gemacht. Ja, und wir sind halt nochmal auf Tour zum Jahresende. Wo wir sind, das erfahrt ihr in separaten Videos. Ich kann nur so viel sagen, wir sind diesmal Richtung Osten gefahren. Ja, jetzt sind die letzten Tage, letzten Stunden im Jahr 2022. Und dann beginnt 2023 alles wieder bei Null. Und das ist immer für uns so die Phase, am Jahresende so ein bisschen planen, was machen wir eigentlich im neuen Jahr. Also jetzt geht es nicht um die kleinen Touren, Wochenendtouren, verlängertes Wochenende, sondern halt, wann planen wir halt eine längere Tour. Jo, da haben wir jetzt eigentlich für 2023 geplant, Mai, Juni. So circa 3 Wochen wollen wir wieder los. Ja, wohin? Sind wir uns noch nicht ganz einig. Normandie, Bretagne? Zum Beispiel. Oder vielleicht auch nur Luxemburg. Das hat uns sehr gut gefallen dieses Jahr. Also da sind wir nicht ganz schlüssig. Wenn ihr mal eine Idee habt, wo man noch hinfahren könnte. Also 3 Wochen, also das ist für uns zu kurz, um nach Spanien runter zu brettern. Weil wir halt grundsätzlich eigentlich, wenn wir vor Ort sind, mindestens 2 Tage bleiben, um halt den Ort auch kennenzulernen, wo wir halt da sind. Also es sollte eher in dem Bereich hier im nördlichen Nordfrankreich halt zum Beispiel. Oder vielleicht bleiben wir auch mal in Deutschland komplett. Wie gesagt, wetterabhängig, ne? Wetterabhängig, genau. Also das ist so Mai, Juni der erste Turn. Ja, dann Juli, August, da verkriechen wir uns eigentlich immer, weil es Ferienzeit, Urlaubszeit, ist alles gerappelt voll. Und da werden wir uns auf unsere Scholle zurückziehen. Also, wer nicht weiß, unsere Scholle ist unser Dauerstellplatz. Da können wir dann so die Sommermonate etwas ruhiger, entspannt verleben. Das machen wir übrigens sehr oft, wenn wir nicht auf Tour sind oder nicht urlauben unterwegs sind, sind wir halt sehr, sehr oft auf unserer Scholle. Also wir sind letztes Jahr, ich habe mal nachgezählt, an 5 Wochenenden zu Hause in unserer Homebase gewesen. Ansonsten immer ja, irgendwie im Ranna geschlafen. Ja, also Juli, August wird nicht viel passieren bei uns. Da genießen wir die Ruhe halt auf unserer Scholle. Ja, und dann kommt eigentlich geplant im September der große Urlaub. Große Urlaub. Da haben wir eigentlich so gemunkelt, Kroatien vielleicht mal oder halt wieder Spanien. Das hat uns ja sehr gut gefallen dieses Jahr an der Costa Brava. Wir haben ja auch gar nicht viel Costa Brava geschafft, ne? Wir haben nur den nördlichen Teil geschafft. Wir wollten eigentlich ja Spanien entdecken. Wir sind eigentlich irgendwie im nördlichen Teil der Costa Brava hängen geblieben, weil das einfach gigantisch war. Tolle Wandertouren. Also ganz großes Kino. Ja, das hatten wir eigentlich so grob geplant, dass wir also mindestens 4 Wochen dann halt im September wieder unterwegs sind. Eigentlich. Ja, und dann grätschte Heidrun dazwischen. Sie hat so eine ganz komische Frage gehabt. Ne? Ob wir mal ein bisschen länger Auszeit machen wollen, so genau. Eine Art Sabbatical, so ein, ja, fast ein halbes Jahr so lang, ob das was wäre. Also wir haben schon mal vor Jahren so eine kleine Auszeit gemacht, da sind wir damals, war die Phase, wo wir kein Wohnmobil hatten, da waren wir seinerzeit in Thailand unterwegs, also Bangkok, eine Rundreise haben wir da gemacht im Nordthailand und dann halt noch ein paar Wochen irgendwie im Süden halt am Strand gelegen. Das war eigentlich, wo ich 50 geworden bin, ne? Ja. Ja, und jetzt haben wir halt vor, eine längere Tour zu machen. Ich komme gleich. es wird, wie gesagt, nicht im September losgehen, sondern voraussichtlich Anfang November. Gut, du hast die Idee gehabt, da muss man natürlich erstmal so ein bisschen abklären, müssen ja andere Menschen zustimmen, man muss einen tollen Arbeitgeber haben, der das auch unterstützt. Der Chef muss abnicken. Das ist soweit alles passiert, also toller Arbeitgeber. Ja, wir werden jetzt also Anfang November uns auf den Weg machen, haben 5 bis 6 Monate Zeit. Wir werden irgendwann so Anfang, Mitte April dann wieder nach Deutschland zurückkommen. Ja, und wir haben jetzt eigentlich so geplant, Spanien, Portugal, mal 5, 6 Monate im Winter für uns zu entdecken. Ein wärmeres Weihnachten, trockenes Weihnachten. Also ich könnte jetzt schon los, wobei heute ist es relativ warm. Also ich habe nicht mal eine Mütze auf und ich dampfe schon so ein bisschen. Ja, das sind halt so die großen Pläne. Das heißt, ich werde dann 24, da werde ich um 60, meinen 60. Geburtstag in Spanien, Portugal verbringen. Hast du gut gemacht, gut ausgesucht. Ja, das ist also der große Plan, das große Highlight für uns im nächsten Jahr oder eigentlich auch 24. Ja, es stellt sich bei uns natürlich die Frage, wir haben Clever Ranna und unser Clever Ranna, wer unsere Videos schon verfolgt hat, weiß, der hat hinten 2x5 Kilogramm Gasflaschen.
Die werden natürlich in Spanien, Portugal 5-6 Monate nicht reichen zum Heizen, weil man muss auch in Spanien sicherlich mal die Heizung anschmeißen. Ja, da sind wir jetzt noch gerade am Grübeln, überdenken, wie wir das jetzt alles angehen. Kaufen wir noch ein neues Wohnmobil, so, wo wir Gastankflaschen einbauen können. Das geht bei uns, also meines Erachtens geht das nicht bei so einem kleinen Kasten hinten mit 5 Kilo Flaschen. Oder wir müssen die Dieselheizung noch nachrüsten, um ein bisschen Autarkie auch reinzukriegen. Ja, dann nächstes Jahr ist unser Fahrzeug 5 Jahre alt. Dann ist auch die Frage, ob man dann batterietechnisch schon was machen muss, kann, dass man eventuell auf Lithium umstellt. Ja, das sind alles so die Sachen, die uns jetzt gerade durch den Kopf gehen. Und das nutzen wir halt momentan bei unserer Wintertour. Also es gibt nächstes Jahr für uns viel zu entdecken. Und es bleibt spannend bei uns. Ja, jetzt seid ihr erstmal informiert, was nächstes Jahr bei uns so im Groben anliegt. Wäre natürlich schön, wenn ihr uns auch nächstes Jahr wieder auf unserer Tour oder unseren Touren begleitet. Ja, wir möchten auch generell jetzt nochmal zum Jahresende sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr wieder unterstützt habt. Das ist unser zweites Jahr bei YouTube. Ganz vielen Dank für die Zuschauer. Ganz lieben Dank auch an unsere Abonnenten. Vielen Dank für die ganzen Likegeber. Und auch die Kommentare, die ihr bisher mal unter unsere Videos geschrieben habt. Da könnt ihr auch zukünftig richtig mal in die Tasten reinhauen. Also ruhig Kommentare schreiben. Wir versuchen halt jeden Kommentar auch zu beantworten. Ja, also vielen, vielen Dank. Ihr seid spitze und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächstes Jahr 23 wieder dabei seid, wenn Ranau on Tour auf Tour geht. Jo, jetzt gibt es eigentlich nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Feiert ein wenig. Es kommen ja hoffentlich wieder mal bessere Zeiten, dass wir also diesen ganzen Shit, so wie Corona und Krieg in der Ukraine, alles mal so ein bisschen hinter uns bringen. Also wir geben die Hoffnung gar nicht auf. Ja, kommt gut rein, bleibt gesund. Schaut auch nächstes Jahr wieder bei uns rein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin sagen wir Tschüss.